Deine Meisterschaft beginnt im Jetzt. Gib den Funken Futter. Du bist ein Verbrennungsmotor. Deine Meisterschaft beginnt im Jetzt. Gib den Funken Futter. Quatsch. Heute mit Akut. Der Sound vom Keller war eigentlich schon immer sehr melodisch. Und ob organisch oder eher Synthi-lastig oder so, ist da eigentlich gar nicht der große Punkt. Diese ganzen Raver und sowas fand ich immer uncool. Der Sound muss treiben, also das geht auf ganz verschiedenen Arten. Entweder wirklich halt so eine synkopische Synthi-Line irgendwie à la Bombeck irgendwie, wo das so richtig, wo das einen so mitnimmt irgendwie, so auf so eine synthetische Art und Weise. Oder halt wie Ivory oder Giano das jetzt auch gemacht haben, auf so eine ganz emotionale, sanfte Weise, die dann einfach so berührt, dass man einfach sich so dahin gleiten lässt. Also wäre ich jetzt in der Lage, irgendwie Paul Kalkbrenner zu sein, ja, und dann wirst du immer bekannter und bekannter und dann kannst du ja gar nicht mehr, ich weiß auch nicht, was ich machen würde. Also da kannst du ja diese kleinen Sachen gar nicht mehr spielen, ne? Da musst du ja dann immer so eine Hallen beschallen oder wie ist das? Ich weiß ja nicht. Also in dieser Lage möchte ich nicht stecken. Da hätte ich keinen Spaß mehr, glaube ich. Ich produziere immer noch mit Öl, ja. Und singe gerne. Allerdings nicht unter der Dusche. Eher so beim Fahrradfahren. Meine Lieblingsplatte. Gute Frage. Ich war gerade auf dem Nuit Sonore Festival in Lyon. Also diesen Sommer und da habe ich André Bratten gesehen. Das war ziemlich gut, beziehungsweise ich wollte ihn sehen. Und er ist gar nicht erschienen. Aber danach habe ich mir sehr viel von ihm angehört und ich glaube die Scheibe heißt Be a Man You Ain't. Ein komischer Titel, aber die finde ich ziemlich gut gerade. Sag mal, war da nicht gerade noch. Hab ich gerade noch das Mischpult da? Komisch. Ich hätte schwören können, dass ich das vorhin dahingestellt habe. Naja, machen wir weiter. Auf dem Distortion Festival in Kopenhagen. Wir haben irgendwie Extrawelt, Max Cooper und so weiter bei uns gehabt auf der Stage. Und das ist natürlich schon. Das war schön. Also, weil Extrawelt war für mich der Grund, weswegen ich überhaupt angefangen habe, elektronische Musik zu produzieren.